herzlich willkommen zum wöchentlichen Renault LQTC. Heute aus Friedrichshafen von der HEM Radio. Es gibt bei der HEM Radio auch einen Stand von Kenwood. Zu diesem Stand ging ich kurz mit dem TRD 74, um zu fragen, auf welche neuen Features der neuen Firmware wir uns freuen können. Aber leider wissen die Kenwood-Mitarbeiter in Deutschland auch nicht so genau, welche neuen Features dann in den USA eingebaut werden. Ich hatte eine Sache adressiert und mitgegeben, dass nämlich die FM-Repeater auch mit einer Nearby-Funktion versehen werden, sodass man anhand des GPS-Signals auch die auswählen kann, ob das kommt und wann das kommt in der Firmware 1.09 oder vielleicht später. Das müssen wir leider abwarten. Ein Rat an euch oder vielleicht sogar eine Bitte an euch wäre, macht das auf jeden Fall auch, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Vorstellungen habt, welche Features ihr vermisst, adressiert das Ganze an Kenwood Deutschland. Sie geben das in die USA und vielleicht kommt es irgendwann dann als Firmware-Version zurück. Wenn wir das nicht tun, wissen die Kenwood-Entwickler in den USA natürlich nicht, was wir gerne hätten. Ich habe eine zweite Frage noch gestellt. Ich hatte mir vor einiger Zeit diesen Adapter gekauft für den Zigarettenanzünder für das TRD 74, um es zu laden, auch während der Fahrt oder vielleicht sogar zu benutzen, APS-Daten zu schicken. Aber leider hält dieser Hohlstecker, dieser DC-Hohlstecker, gar nicht so gut hier in der Buchse. Der rutscht leicht raus. Der Kenwood-Mitarbeiter wusste, dass das wohl eher ungewöhnlich sei. Er hat auch sehr erkannt, dass meine Lösung mit einem Haarband hier außenrum nicht sehr professionell ist. Da hat er recht, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man sonst auf die Schnelle beheben soll. Interessant wäre natürlich zu wissen, welche Daten dieser Stecker hat. 2,5 mm außen, glaube ich. Es ist natürlich auch wichtig, den Innendurchmesser richtig zu treffen. Ich werde es mal rausfinden, vielleicht euch ausprobieren und dann hier erzählen. Es gibt die Möglichkeit, dann eigene Adapter zu bauen, auf vielfältige Art und Weise, die dann zu benutzen. Und vielleicht hält es dann. Eine Sache fiel mir noch auf hier in Friedrichshafen, die Digitalisierung, die digitale Transformation ist nahezu abgeschlossen. Es gibt kaum noch reine analoge Geräte zu kaufen, also auch wer nur ein FM-Gerät oder ein SSB-Gerät kauft, außer vielleicht im ganz billigen Segment, hat immer auch SDR-Technik mit an Bord. Also das, wofür man in Berlin eine Staatssekretärin braucht, um diese digitale Transformation voranzubringen, die ist im Amateurfunk eigentlich abgeschlossen. Es werden, so meine Vermutung, in der Zählung, die morgen Abend oder die am Sonntagabend dann veröffentlicht werden wird, so zwischen 16.000 und 17.000 Funkamateure oder Besucher der Messe hier sein. Das vermute ich. Und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder mehr, denn nächstes Jahr kehrt die HEM Radio von diesem 1. Juni-Wochenende, das ja ungewöhnlich ist, für die HEM Radio auf den angestammten Platz Ende Juni zurück und dann gibt es keine Konkurrenzveranstaltung mit Field Days und anderen Aktionen. Das war alles aus Friedrichshafen, was es zu berichten gibt. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr hier, vielleicht sehen wir uns oder ganz bestimmt sehen wir uns nächste Woche wieder im DD0 LQTC. Bis dahin wünsche ich euch 73 angenehme QSOs. Bye bye.